Der Motor stottert bei den Dresden Titans, doch gegen den Tabellenvorletzten ging er nicht aus. Die San Luis Royals wurden mit 82-77 bezwungen. Ein wichtiger Sieg für die Moral, vor allem aber ein Sieg für die Tabellenposition. Durch den Heimerfolg beenden die Dresden Titans die Hinrunde über dem Strich, soll heißen auf einem Playoff-Platz. Das war ein ganz schöner Krampf von Anfang an, aber wir sind halt mit einer deutlich höheren Intensität reingegangen, weil wir einfach gewinnen mussten auch, ja, um uns einfach abzusetzen oder ein bisschen unseren Rang zu halten. Und San Luis ist halt unter uns in der Tabelle und deswegen war es einfach Pflichtsieg. Von großer Freude war nicht viel zu sehen, vielmehr war es pure Erleichterung. Denn der Auftritt gegen den Abstiegskandidaten war ein Spiegelbild der bisherigen Saison. Guten Momenten folgten Schwächephasen, das Auf und Ab einer ganzen Halbserie in einem Spiel. Freude über den Sieg ist auf jeden Fall da, zufrieden sind wir nicht. Die Wurfquote, die wir in der ersten Hälfte haben, war nicht gut. Viele einfache Dinge liegen lassen. Es gibt keinen Grund, dass wir zur Halbzeit 0 unentschieden haben. Da können wir locker 10 Punkte vor sein. Und dann hat man auch gesehen, wie hoch die Anspannung in der Mannschaft gerade ist und die Nervosität. Was den Titans fehlt, ist mit einem Wort zu beschreiben. Es ist die Konstanz. Speziell die Führungsspieler sind in dieser Saison keine Bank. Es ist schon so, dass wir aus unseren ersten 5, dass eben nicht alle 5 Spieler schaffen, jede Woche zumindest eine gute Partie abzuliefern. Wir haben das wieder heute mit gerade Walter Simon, der ein sehr, sehr starkes Spiel macht. 2, 3 andere dann aber abfallen. David Stirner mit einer schwachen Trefferquote, wo er eigentlich viele gute Situationen sich erarbeitet und am Ende den Ball nicht reinmacht. Und ja, das macht es dann nicht einfacher. Und genau deswegen sind wir unkonstant, weil wir eben nicht den Kern haben, der sehr stabil spielt. Das fangen im Moment die Jungs, die von der Bank kommen, auf, wie heute wieder Max von der Wippel, der da einen klasse Job macht von der Bank. Die größten Sorgen bereiten den Titans die Kontingentspieler. David Stirner und Andrew Jones bleiben hinter den Erwartungen zurück. Auch gegen San Luis war das nicht anders. Speziell Andrew Jones sucht seit Wochen nach seiner Form. Heute ja, ein bisschen glücklos. Er hat nicht schlecht agiert. Aber eben auch immer noch nicht so gespielt, wie er das kann. Ja, hat er letzte Woche auf jeden Fall einen Aufwärtstrend gezeigt. Aber das ist eben genau die Konstanz, die wir brauchen. Und so machen sich die Titans-Verantwortlichen so ihre Gedanken. Gut möglich, dass in der Winterpause nachgebessert wird, wohl auch mit der Erfahrung der vergangenen Saison, als Guy Ort und Jaroslav Türner nachverpflichtet wurden. In meiner Position als Geschäftsführer wäre man ein Narr, wenn man das nicht immer auch im Kopf hätte in einer sportlich nicht ganz einwandfreien Situation. Das muss man ganz klar sagen. Ungeachtet der Tatsache denke ich aber, dass es eine Eigenschaft gibt, die auch die Dresden Titans die letzten Jahre ausgezeichnet hat. Das war als erstes Kontinuität auf den Führungspositionen und als zweites, dass man, bevor man irgendwas macht und wild um sich schießt, darüber nachdenkt, was man macht. In der Phase sind wir jetzt gerade. Wir müssen auf jeden Fall sportlich analysieren, wo es klemmt. Ja? Und da haben wir auf jeden Fall eine ganze Menge Baustellen, habe ich vorhin schon gesagt. Aber es ist auch so, dass wir auf der anderen Seite schauen müssen, was ist wirtschaftlich vertretbar. Denn wir werden kein finanzielles Harakiri begehen, nur weil wir sportlich nicht so dastehen, wie wir wollen. Und so müssen, sollen und können es zunächst die aktuellen Titans richten. Gegen San Luis haben sie es getan, auch weil die zweite Reihe scorte. 2 Spiele stehen bis zur Winterpause jetzt noch an. Sie werden richtungsweisend sein, auf welchen Positionen sich der Kader zum Jahreswechsel verändert.